Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß, ein komplett random überraschendes Video. Es ist Dienstag früh, ich muss gleich zur Arbeit, aber ich wollte euch unbedingt dieses eine Produkt noch vorstellen, was ich zugeschickt bekommen habe und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich ihn jetzt endlich habe. Falls ihr mich schon ein bisschen länger guckt, wisst ihr, dass ich so einen riesengroßen IKEA-Spiegel habe, der so schräg ist und ich nie wirklich damit zufrieden bin. Und in den kleinen Spiegeln von der Palette sitze ich dann immer da so und muss einfach gucken, dass ich irgendwie das hinkriege, dass ich irgendwie vernünftig aussehe. Deswegen gibt es heute dieses Video. Ich habe einen Spiegel von Miramont bekommen und das ist einmal dieses Schätzchen hier. Es ist riesengroß, passt fast gar nicht mit ins Bild. Und ihr habt zwei Seiten. Einmal eine normale Spiegelfläche, wo ihr einfach normal gucken könnt. Und einmal eine zehnfache Vergrößerung auf der Seite. Ihr müsst sehr, sehr nah rangehen, dass ihr euch erkennt. Aber dafür seht ihr alles. Und die benutze ich meistens, um ganz, ganz feine Augenbrauenhärchen reinzumalen. Oder wenn ich einen Lidstrich mache oder wirklich ganz feine Arbeiten machen muss. Finde ich einfach so eine zehnfache Vergrößerung mega, weil ich dann wirklich alle sehe. Auch wenn ich meine Haut so ein bisschen ausreinigen möchte oder so, irgendwelche verstopften Poren habe und das dann selber mache, ich weiß, soll man nicht, dann sieht man das auf jeden Fall. Das Beste von dem Spiegel kommt noch und das ist auch der Grund, warum ich jetzt random dieses Video mache. Ich wurde ganz oft von euch gefragt, ob ich euch einen Spiegel oder so Make-up-Tools empfehlen kann und das ist eins davon. Ich weiß, dass viele von euch keine Softboxen und Ringlichter vor sich haben und dann einfach sich perfekt ausleuchten können, damit man irgendwie weiß, wie man sich morgens schminken soll, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Deswegen zeige ich euch dieses Produkt, denn ihr habt hier ein Licht drin. Auf beiden Seiten sind LED-Lampen mit drin und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich ihn an- und ausmache, aber es beleuchtet euer Gesicht einfach komplett rund. Ist der Effekt von einem Ringlicht. Ich glaube, dass es sogar für Selfies reicht. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ihr habt auf beiden Seiten auf jeden Fall dieses Licht. Und was ich cool finde ist, falls ihr nicht so wie ich 20 Steckerleisten auf dem Tisch habt, könnt ihr auch Batterien reinmachen. Das heißt, ihr könnt den eigentlich durch die komplette Wohnung oder euer Haus schleppen und habt immer einen Spiegel mit zehnfacher oder normaler Vergrößerung dabei. Also ich wollte ihn euch einfach random nur nochmal zeigen, weil ich freue mich, dass ich den Spiegel endlich habe. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Das kriegt ihr bei Amazon Prime, wenn ihr es heute bestellt. Dann habt ihr das Ding morgen. Und mich würde interessieren, ob ich euch vielleicht mal ein Video machen soll mit meinen liebsten Make-up-Tools, die ich so benutze. Unter anderem mit diesem Spiegel natürlich und vielleicht Wimpernzange, Pinsel, so die Make-up-Basics, die ich brauche, um mein Make-up zu machen. Sorry für dieses random Video, aber ich wollte ihn euch unbedingt zeigen. Und ja, morgen geht's weiter mit meinem regulären Upload-Plan. Ich habe eine ganz schön coole Idee. Die nächsten Wochen werden Feier, Freunde. Passt auf euch auf, wir sehen uns morgen wieder.